Corona-Zahlen für Deutschland an diesem Sonntag. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Denn die Wirtschaft befindet sich in der größten Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs. 100 Gäste tanzen auf markierten Partyinseln mit maximal 4 Personen. In 2020 ist ein Szenario entstanden, wo wirklich keiner mit gerechnet hat. Das Coronavirus hat echt die Welt in Atem gehalten und für uns war es natürlich eine totale Herausforderung. Das ganze Team war natürlich gedanklich schon auf dem Festivalgelände und auf einmal hieß es, dürfen keine Großveranstaltungen stattfinden und so wurde natürlich auch Parukaville wie viele andere Veranstaltungen noch abgesagt. Am 15. April 2020 entschied die Bundesregierung, dass Großveranstaltungen bis mindestens 31.08.2020 nicht stattfinden können. Einen Tag später haben wir dann Parukaville absagen müssen. Die DJs können ihren Fans in die Augen schauen. Dem Robert-Koch-Institut wurden seit gestern 6.114 Halten neue... Halten sich alle an die Regeln, können wir diese Krise bewältigen. Zahlen steigen. Aber für uns war natürlich auch klar, wir müssen was machen. It's just pure love and happiness and having good friends with me. Everybody loves each other. Crazy and I'm very happy and we can laugh and dance together and just have fun. Also nichts machen geht nicht, das können wir unseren Gästen nicht antun und ehrlich gesagt würde auch uns etwas fehlen. Also haben wir uns gedacht, wir schrumpfen das Festival von riesengroß auf 40 Meter Durchmesser, packen so gut es geht Gäste hinein, fragen ein paar DJs, ob sie umsonst kommen und spielen und versuchen damit tatsächlich ja, ein Streaming-Event auf die Beine zu stellen. Und es war besser, als wir jemals erträumt haben. Also das Mini Parukaville oder Parukaville Live from the City, dass wir das in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, auch einfach in so einem kleinen Rahmen, das ist ja auch manchmal eine Kunst, wenn du ein Riesenfestival machst, jetzt mal was Kleines zu machen, ist nicht ganz einfach, aber wir haben es geschafft. Und das ganze Team war so happy, jeder hat mitgemacht, hier ein Mädel aus unserem Backoffice, hat die ganze Zeit Stapler gefahren. Mega geil. Jeder hat auch einfach mal einen anderen Job gemacht. Das war so cool fürs ganze Team, eine so schöne Zeit, dass wir da alle sehr lange von gezehrt haben. Und am Ende haben wir gesagt, das wollen wir so eigentlich nicht nochmal machen. Wir wollen wieder mit allen Leuten gemeinsam feiern. Und wenn nicht dieses Jahr, dann eben 2022. Gerne doppelt so wild.